So, 2015. Probieren wir das Ganze einfach nochmal, zum dritten Mal. Real Red. Und er präsentiert uns Metroid 3. Aber kein ganz normales Metroid 3, sondern Hyper Metroid. So, nur aber 2015 Hyper Metroid. Genau. Meine Güte. Es ist, nachdem ich jetzt meine Webcam verloren habe und beinahe meinen Controller verloren habe, geht's jetzt auch wirklich los. Na also, guck mal. Mit Hyper Metroid. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon mal gesagt, das ganze Spiel ist komplett blind. Auch nochmal mehr oder weniger für YouTube dann, dass das ein schönes Video gibt. Das Video ist komplett, oder das Spiel ist komplett blind. Ich habe mal kleine Sachen davon gesehen und mich kurz mal so ein bisschen eingelesen. Sieht aber sehr, sehr cool aus. Sieht nach so einer ähnlichen Sache aus wie Super Zero Mission. Nur halt nicht, Super Zero Mission ist schon sehr übertrieben. Das hat aber, glaube ich, schon auch sehr viel verändert. Und wir schauen uns mal an, was es so zu finden gibt. Na also, und hier scheinen auch die Knöpfe zu funktionieren. Sehr schön. 8 years ago, I was the lead engineer on Earth Colony K2L. Was? Okay, also acht Jahre ist es her, als ich ein, Lead Engineer, ein, pff, ach, solche Sachen, ne? Könnt ihr das selber übersetzen? Weil ich komme gerade eben nicht drauf. Mechaniker theoretisch. Vorarbeiter der Mechaniker oder wie auch immer. Auf der Erdkolonie K2L war. Und wollte bald eine Familie mit meinem Mann starten. Adam, okay. Führender Techniker, genau, dankeschön. Alles war in Ordnung, bis eines Tages die Station von, oder die Kolonie von Weltraumpiraten angegriffen wurde. Oh, sogar mit Bildern. Ja, also es scheint sogar eine komplett andere Geschichte zu sein. Jeden, den ich kannte, war tot. Oder jeder, den ich kannte. Ja doch, jeden, den ich kannte, war tot. Mein Kind. Miscarried. Was auch immer das heißt. Das ist entführt? Keine Ahnung. Miscarried. I swore vengeance upon the space pirates. Also ich habe Rache geschworen und habe damit angefangen, mit antiker Chozo-Technologie, beziehungsweise ich habe Rache geschworen und damit angefangen, antike Chozo-Technologie zu bauen und meinen Kreuzzug zu starten. Todgeburt, oh, okay. Ew. Kreuzzug gegen die Piraten hat sie gestartet. Meine erste Mission war es, Mother Brain zu zerstören und ihre Operation zu cripple. Meine Güte, es ist gerade eben echt schwierig. Ich weiß, was sie bedeuten, aber ich kenne die deutsche Übersetzung gerade eben nicht. Ja, die Piraten theoretisch aufzuhalten. Das Mother Brain war ein Fake. Aber ich habe von ihrem Plan gelernt, die Metroids als Biowaffen zu benutzen. Also bin ich auf den Planeten SR388 gegangen, um die ganzen Metroids zu eliminieren, außer eins verkrüppeln. Dankeschön. Sarah's Light gerade eben so als kleiner Übersetzer. Ist aber auch gerade echt schlimm. Ich komme gerade eben überhaupt nicht drauf. Ja, okay, sie hat einen Metroid verschont. Unfähig, das letzte Metroid zu erledigen, kam ich auf eine neue Idee. Ich könnte das Metroid benutzen, um die Piratenanführer aus ihrer Deckung zu locken oder aus ihrer Heimatbasis zu locken. Indem ich es in eine illegale Waffenproduktionsstätte theoretisch setze. Let's go. Okay, also in dieser Zeitlinie, sage ich mal, in diesem Universum, ist Samus sehr viel angepisster. Sie war theoretisch schon erwachsen. Space Colony. Sie war theoretisch schon erwachsen, als die Weltraumpiraten angegriffen haben. Und hat jetzt theoretisch ein Metroid entführt. Also grundlegend ist alles gleich geblieben. Nee, ich springe auf X. Das macht keinen Sinn. Renne ich dann so? Weil hier schieße ich. Wieso sind meine kompletten Controls umgestellt? Das macht keinen Sinn. Sorry, aber ich muss die nochmal kurz umstellen.
Hoch. Ach so, ja, Set Keys so. Hoch, runter, left, right. Start. In dieser Zeitlinie geht Samus richtig auf Rachekurs, auf jeden Fall. Und das ist jetzt interessant. A liegt hier, nicht wahr? Nee. Doch, Right Button, okay. Down Button, Top Button. Schön, dass es dran steht. Left. L und R. Und das war's. Das sollte jetzt besser laufen. Wieso das so ist, verstehe ich nicht ganz. Hä? Nein. Das macht einfach keinen Sinn. Wieso? Was ist denn mit meinem Controller los? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Ich habe es gerade eben so eingegeben, nur mein Controller ist gerade eben einfach irgendwie nicht richtig gesettet. Aber er gibt es doch so ein. Hoch, runter, links, rechts, Start, Select. Dann mache ich es halt so. A, B. X ist schießen, das war mal hier. Also, ja, toll. Im Spiel selber vielleicht ändern. So, das ist jetzt schon mal Rennen. Aber das ist Schießen, nicht das hier. Rennen ist das. Rennen und Springen passt schon mal. Jetzt muss ich bloß noch schießen und die andere Taste ändern. Und außerdem L und R. Y, das heißt Y ist X und X ist Y, oder wie? Scheinbar. Wieso sind die umgelegt? Das macht keinen Sinn. Irgendwas stimmt hier gerade eben nicht. So, rennen, springen, nichts tun, schießen. Perfekt. Hoch, runter. Select bringt gerade eben noch nichts und Start können wir scheinbar auch nicht machen. Okay. Mit einer Stunde Verzögerung können wir da mal loslegen. Aber wir können es ja mal so als Dings jetzt kleinen, kalt kleinen Einblick lassen. Oh, sogar Ceres wurde sehr verändert. Sehr schön. Wir können es mal so als kleinen Einblick lassen. Dass wir mal schauen, wie das Ganze so läuft. Und das nächste Mal fangen wir dann richtig damit an. Weil ich glaube nicht, dass wir heute noch in der Stunde viel gebacken bekommen. Walljump können wir machen. Ja, geht scheinbar. Okay. Und wir haben irgendein Monstergeräusch. Ich weiß gerade nicht was, aber wir haben ein gewisses Geräusch als Monster beim Springen. Oder beim Walljumpen zum Beispiel. Okay, na, Ridley. Oh, du bist blau. Aha, blau-grün. So, wir schießen erstmal ins Gesicht. Komm schon. What? Ach, wie krass. Er flüchtet gleich. Oh, er flüchtet gleich und es gibt kein Time Limit. Aha. Das ist halt so ein Hack, der alles, wie gesagt, zu sehr auf den Kopf. What? Okay, es ist Fessen Ridley, ja. Okay, das sind Tote. Wow, und ein alternativer Weg nach draußen mit lauter. Ah, hier sieht man dann, dass die ganzen Leute tot sind. Wow. Richtig krass. Aber kommt hier jetzt noch irgendwas oder flüchten wir einfach? Ich meine, wir haben jetzt theoretisch. Ridley hat jetzt das Baby Metroid. Damit haben wir sie ja schon ein bisschen rausgelockt. Und jetzt können wir Ridley verfolgen, oder wie? Krass. Ja. Und die Kolonie lebt einfach weiter. Das geht ja gar nicht. Planet Cebes. Wow. Das ist schon mal sehr, sehr cool, dass es so geändert wurde. Ich habe nicht erwartet, dass es jetzt schon ganz anders ist. Hab mehr einen Reskin erwartet. Ja, also es ist schon echt krass. Was da wirklich alles gerne würde. Ich habe zwei, drei Bilder gesehen und es sah alles sehr interessant aus. Auch das, was man jetzt schon so leicht sieht. Aber so, dass es vor allem, dass man vor allem Ceres so ändert, ist schon krass. Na gut. Oh, aber die Karte sehe ich jetzt schon. Oh Gott. Wieso haben wir. Es ist eigentlich nicht gut, so die gleiche die Karte komplett zum Anfang zu zeigen. Weil dadurch wirst du gleich mal komplett überwältigt. Das ist so Boom. Wir können verdammt hoch springen. Finde ich. Das könnte funktionieren. Ach. Ja, das funktioniert auch. Ich hoffe nicht, dass das gewollt ist. Ich weiß nicht, was für eine Schwierigkeit. Der Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, ganz okay. Aua. Ganz okay.
Direkt demotiviert, ja, so, Okay, lass mich raten, wir wären hier auch einfach so reingekommen. Nein, wären wir nicht. Hä, wo sind wir? Oh nein, wir können das Vieh nicht töten. Oh Gott, ich glaube, ich habe ein großes Problem. Hätte ich das tun sollen? Ich habe das Gefühl, nein. Wobei, da gibt es eine blaue Tür. Oh, die Türen gehen instant auf, aha. Schon sehr interessant. Ist das Spiel eigentlich von der Lautstärke ganz gut? Ich meine, gerade eben hört man noch nicht so viel. Aber geht das oder soll ich es ein bisschen lauter machen? Ja, toll. Paul. Ja. Ich glaube, ich sollte mich hier nicht so hochcheaten, aber es macht zu so viel Spaß gerade eben. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade eben irgendwo, wo wir noch lange nicht hin sollten. Aua! Ja, ah! Was ist das mit, was ist denn mit dem Vieh los? Etwas lauter geht, okay. Können wir es etwas lauter machen? Ich weiß gar nicht, kann ich das hier so lauter machen? Ist das hier so leise? Ah ja, guck mal. Ich habe das hier ziemlich leise eingestellt, weil ich mit Suzi, weil ich mit Suzi aufgenommen habe. So. Jetzt sollte es besser sein. Die Schüsse fliegen so komisch. Dieses Biest, das Biest wird mich noch töten. Ach, und wir haben nicht gespeichert. Das Problem ist halt dieses Biest. Ich könnte da eventuell hochkommen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Wo zur Hölle sind wir hier? Und wie gesagt, ist das richtig, was ich hier tue? Nope, da ist eine Missiltür. Ja, so ist gut. Jetzt erstmal schön das Piepsen der Geräusch hören. Ich meine, wir sind eh gleich tot. Ich will es nochmal. Yes! Ausgetrickst. Das Problem ist halt, wenn ich runterfall, dann werde ich wieder von dem Ding getroffen. Aber ich muss dort unten das benutzen. Muss einfach komplett runter, weil das Ding verfolgt mich. Oh Gott. Ist auch so ein Biest, was man im Originalspiel überhaupt nicht sieht. Also man sieht es ja einmal. Ah, da mu oben muss ich dann den Walljump hinbekommen. Zwei Walljumps, dann haben wir das. Oh Gott. So, Spyrakos 200. Vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Wieso kriege ich denn den Walljump nicht hin? Jetzt bin ich eh gleich tot. Das ist jetzt meine persönliche Challenge gerade eben. Yes. Das geht. Es geht auf jeden Fall, da hochzukommen. Ich muss bloß gerade eben den Walljump üben. Das ist gerade mit dem Setup nicht ganz so einfach. Yes. Yes. Wo sind wir denn? Oh Gott. Yes, große Energie. Perfekt. Ich finde den Super Metroid Walljump so schwer. Er geht eigentlich. Wenn man sich dran gewöhnt, dann geht er eigentlich. Ja gut, ne? Da oben ist ein Item. Oh, soll ich das Spiel Sequence Breaken so hart oder nicht? Ich meine, es sieht ja nach einem netten. Au! Au! Komme ich da irgendwie kurz nicht bewegen? Hold A plus B. Also die beiden, aber wieso? Hä? Verstehe ich gerade nicht ganz. A plus B drücken. Das sind doch die beiden. Muss ich da irgendwas anderes drücken? Ah, das ist eigentlich A plus B. Au. Ich glaube, dann springst du höher. Ach so, deswegen. Ja, gut. Oh Gott. Reicht das? Das könnte reichen. Das ist so ein Sprung, den kenne ich. Yes! Yes! Missiles! Fuck! Missile. Ach Mann, wir haben Missiles bekommen. Wie aktivieren wir die? So aktivieren wir die? Das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist ein Meridia-Sprung, genau. Wir werden es, glaube ich, bloß nicht überleben, dort wieder rüber zu kommen. Ah, wobei, wenn wir wieder nach oben gehen. Macht es mehr als 27 Schaden? Zum Glück nicht. Wir haben Missiles. Was eine Belohnung, ja. So, ey, du hast einmal die schwersten Sachen gemacht, bist du mit einem halben Planeten gelaufen. Hier hast du 5 Missiles. Oh Gott. Das Ding war aggressiv. Hilfe.
Okay, wow, und wir töten richtig schnell die Gegner. Ich weiß halt nicht mal, sollten wir das so? Bestimmt nicht. Das Piepen macht dich aggressiv, ja, mich auch. Aber hier sind halt auch überall diese Viecher, die einen verfolgen auf dem Boden. Hä? Oh Gott. Ist das richtig so? Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Oh, Piraten. Na, Pirat. Oh, Piraten, die wir nicht verwunden können. Na gut, das ist das Ende unserer tollen Reise. Schade, wir haben Missiles bekommen. Aber es gab nochmal eine Missiltür. Leider kein 360-Grad-Schussfenster. Ich bin schon leicht verwöhnt. Ja, muss man sagen. Das ist schon was Feines. Okay, wir haben Missiles bekommen. Wir haben unser Leben für Missiles riskiert. Nee, das geht nicht so los. Ich habe gerade bloß hart gesequence-breaked. Das ist das. Das ist... Ich habe einfach bloß übertrieben hart gesequence break, deswegen. Und es hat mir nichts gebracht, das ist halt das Traurige dran. Aber ich kann noch weiter Secrets breaken, weil wir dorthin... Soll ich das so machen oder soll ich... Ich weiß halt nicht. Es ist ja schon ein bisschen jetzt gecheatet. Ich meine, wir gehen gleich den richtigen Weg. Ich will jetzt bloß noch gucken, was hinter der Tür ist. Oh, ein Schuss, okay. Jetzt kommen wir gleich irgendwie zum Wrecked Ship oder so. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh, die Musik. Die Musik passt natürlich auch super, um irgendwo irgendwo im Gebiet selber. Mehr Missiles! Yes! Ach Gott, schön. Sehr schön. Also das Spiel hat normalerweise einen guten Schwierigkeitsgrad, so hieß es zumindest. Unsere Schüsse fliegen, das ist total komisch mit unseren Schüssen. Ihr seht es ja selber, wie die fliegen. Das ist irgendwie so... Sie haben Gewicht irgendwie. Und das ist merkwürdig. Da haben wir nochmal ein Item. Oh Gott, ich sehe schon den Bombenturi so. Falls es den gibt. Der wird so aufs Maul bekommen. Falls das... Aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Das muss der falsche Weg sein. Was wir hier schon alles gemacht haben. Aber wo sind wir denn? Hä? Es geht halt auch immer weiter, ne? Man sollte ja meinen, irgendwann sagt man sich so, ey, nee, du darfst hier nicht mehr weitergehen. Aber das Spiel denkt sich so, nö, mach was du willst. Oh, sowas. Wie können wir das jetzt öffnen? Wo ist dafür der Punkt? Erstmal 100% holen und dann den Anfangsweg gehen. Ja, irgendwie, ich komme mir gerade so vor. Wie öffnen wir diese Tür? Das ist natürlich interessant. Da ist bestimmt irgendwo ein Schalter dann. Den können wir vielleicht auch gerade noch gar nicht drücken. Es ist Metroid, es gibt keinen falschen Weg. Ja und nein. Da würde ich jetzt nicht 100% zustimmen, aber ja, irgendwo... Oh, ja klar, stimmt. Ich habe mich ja gerade eben auch schon wieder hochgecheatet. Okay, hier haben wir schon mal ein Dead End, weil ich glaube, dafür brauchen wir Bomben. Du willst aber auch wissen, du böse Sequence Breaker, ja. Ja, weißt du, wenn ich schon hier so weit bin... Ich glaube, das können wir nicht Blue Gate glitchen. Ich weiß aber gerade auch nicht wirklich, wie man das öffnen sollte. Hm. Aber bei Samus Returns hole ich mir auch alle Items mit dem Infinite Bomb Jump, ja. Durch die Säure. Na gut, okay. Hier haben wir schon mal keinen Weg weiter. Ich glaube, wir kommen hier auch nie wieder raus. Ich glaube, das ist jetzt einfach schon gestorben, der Run. Weil wir hier, glaube ich, nie wieder rauskommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Schau mal. Also, ich habe jetzt schon meinen absoluten Spaß damit. Wobei das definitiv nicht so gewollt ist. Tja. Achso, ich wollte gerade sagen, du glaubst wohl, dass ich da nicht rüberkomme. Wahrscheinlich mit einer Bombe, eventuell. Ach, Bomben. Wer braucht schon Bomben in Metroid? Wer braucht schon Morphball in Metroid? Au! Wo hätte ich denn damit rechnen können? Wer braucht schon Bomben in Metroid? Wer braucht schon Morphball in Metroid? Wenn du ein Walljump hast. Kannst du nicht dein Handy als Facecam benutzen? Nee, das lassen wir mal. Au. Ich versuch's gleich nochmal, dass irgendwie... Wobei, es wird nicht gehen. Nee, das wird wahrscheinlich heute nichts mehr mit Facecam. Tut mir echt leid, aber... Kann ich nichts tun? Oh Gott.
Was sind das denn für Viecher? Wie cool sehen die denn aus? Aber das hier sieht mir eher nach einem Bereich aus, wo wir hin könnten. Ja, guck mal, wir sind hier oben entlang gegangen. Da würde es theoretisch nach Brinstar gehen. Ah, okay. Aber eigentlich hätten wir hier entlang gehen können und wären jetzt bestimmt auch hier. Wir kommen gleich wieder auf den Weg, wo wir hätten hingehen können. Aber was sind das denn für süße Viecher? Genau, die Cam ist vorhin gestorben. Das war das Problem dran. Die sind total niedlich. Das sind so kleine Pilzwesen oder sowas. Ah, die auf größeren Pilzen hausen. Oder halt auch nicht. Die halt auch vielleicht auch überall hausen. Die sehen voll cool aus. Ich Sequence Breake weiter. Du solltest aber unten lang gehen, ja? Ach, unten oben. Who cares? Ich sollte jetzt auch noch keine 10 Missiles und einen E-Tank haben. Das ist total niedlich. Drang schießt direkt auf sie. Drang schießt sie direkt tot. Okay, die Viecher können wir jetzt wieder nicht angreifen. Oh nein. Oh nein. Nein! Oh shit. Oh, wir sind so tot. Oh, ich glaube, wir sind so tot. Nee, da waren wir schon mal. Da kamen wir schon mal raus. Hä? Was zur Hölle? Ach, da sind wir jetzt. Ah, stimmt, genau. Da war noch eine Tür. Vollkommen richtig. Schade, wir sind bloß da oben runtergefallen. Aber wir hätten das hätten wir niemals geschafft. Wir hätten das schaffen sollen. Ja, ne? Ach, was? Hä? Ach, da sind wir ja auch rausgegangen. Stimmt ja. Ich habe das bloß überhaupt nicht realisiert, dass es da oben noch einen Gang gibt. Ach, wie cool. Das ist natürlich sehr cool. Wie gesagt, ich glaube jetzt einfach mal, dass wir da oben noch nichts machen können. Und für immer verlaufen, ja. So, wo zur Hölle geht's denn nochmal entlang? Da drüben ist ein Item. Wow, mit dem Ding ausgewichen. Drüben ist ein Item, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie rankommen. Ich glaube, dafür brauchen wir schon Space Jump oder sowas. Außer da drüben wäre eine Wand. Hup! Ja, da drüben ist eine Wand, aber ich glaube, da oben komme ich niemals durch. Nee, ich glaube nicht. Oh. Kannst aber probieren. Ich will einfach bloß ein cooles Item, so eine Super Missile oder sowas. Nee, keine Chance. Keine Chance. Das ist so ein unmöglicher Sprung. Na gut. Das Ende unserer großen Reise. Außer ich käme von hier aus dann entlang. Weil ich muss von weiter unten anfangen. Aber ich glaube, das ist schon zu weit unten. Nee, lass mal. Schade drum. Unser Entdeckerdrang. Reserve Tank ist dahinter, ja. Sowas vermute ich und ein Missile. Ja, das scheint mir was. Entweder High Jump. Mit High Jump würde es gehen. Oder dann halt was für sehr viel später. Aber ich glaube nicht, dass es das große Ding sein wird. Oh oh. Ah, okay, jetzt. Das war gerade eben sehr blöd, weil ich habe gleichzeitig Karte geöffnet und Türübergang. Das hat das Spiel überhaupt nicht gut vertragen. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in Gefilden, wo wir auch hin hätten. So, hä? Vielleicht auch nicht? Ja gut, wir werden hier... Hä? Missile? Vielleicht auch nicht? What? Sag mal aber nicht, dass das wirklich der richtige Weg war, den wir hätten gehen, den wir gerade eben gegangen sind. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir hätten doch einfach hier rauslaufen müssen, ne? Die Stacheln sind mies. Hä? Da ist eine Missiltür. Hä? Das ist nicht der richtige Weg, den wir gegangen sind. Das ganze Gebiet hätten wir doch gar nicht sehen sollen. Ah, ah. Ja, also links war definitiv nicht der richtige Weg. Ups. Ja gut. Hätte jedem passieren können. Was? Nein, ich wollte speichern. Ah, okay, jetzt. Hä? Wieso auch immer das jetzt B ist? Wieso ist... Ach so, weil A und B jetzt auch vertauscht sind hier. Das ist komisch. Okay, wir haben uns auf jeden Fall einen E-Tank und zwei Missile-Container ercheatet. Ja gut, ne? So, JBSH oder sowas? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie man deinen Namen ausspricht, aber danke für den Follow, sehr freundlich von dir. Wir können hier jetzt natürlich runter, aber ich glaube, hier führt es schon den richtigen Weg entlang und den sollten wir auch mal gehen für Morphball und sowas. Wir sollen also nach rechts gehen, dann geht Dragon nach oben, ja. Hallo? Natürlich.
Wer weiß, was wir noch so alles Tolles finden. Ja, rechts wäre der richtige Weg gewesen. Au. Okay. Was haben wir jetzt hier Schönes? Hier fängt's. Okay, da ist eine rote Tür. Da gehen wir vorerst mal jetzt nicht rein. Jetzt spielen wir das Spiel mal richtig. Wir laufen so verdammt schnell. Das ist echt krass. Das merkt man. Sage ich erstmal, wenn man es wirklich so sieht. Wie schnell wir eigentlich laufen. Oh. Was? Wieso ist hier Wasser? Können wir im Wasser walljumpen? Das ist ja cool. Vor allem, wenn man das... Nee, im Wasser walljumpen geht überhaupt nicht. Vor allem, wenn man das Wasser so irgendwie überhaupt nicht sieht. Aber okay, ich dachte mir schon so, oh, das sieht ein bisschen aus wie Meridia. Also dieser Sand. Es ist einfach ein Wasserbereich. Ne, ich meine, so kann man die Bereiche natürlich auch abschließen. Interessant, da komme ich definitiv nicht hoch. Okay, das sieht mehr aus wie Alturian. Da dürfen wir eigentlich noch nicht durch. Ah, da haben wir die kleinen Pilzviecher wieder. Wie gesagt, jetzt versuchen wir das Ganze mal richtig zu spielen. Ist das der alte Mother Brain Schacht? Na, sah fast danach aus. Also irgendwie sieht das aus wie Alturian. Da oben war bloß ein Missile, eine Missile-Tür. Oh, okay. Und außer wenn wir hier uns hoch cheaten, kämen wir hier nie wieder hoch. Wie gesagt, jetzt spielen wir das Spiel mal richtig, ohne es zu breaken. Ah, das hier ist der alte Raum. Oh Mann, wieso richtig spielen? Wieso richtig spielen? Weil wir sonst irgendwann massiv Probleme haben, weil wir keine Ahnung haben, wo wir entlang können. Danke. Das war schön. Das war sehr schön gemacht. Turin Gate 1 unlocked. 14 Gates remains. Was? Ach, wir müssen hier Gates finden? Oh, wie krass. Also eine Tür zu Turian ist entriegelt. Aber wie gesagt, das war gerade eben richtig schön gemacht. Das Secret zu zeigen. Gerade mit dem Vieh. Das war sehr, sehr toll. Okay, ich wollte gerade sagen, wo geht's da eigentlich hin? Weil da gibt's ja eigentlich nichts. Aber wie gesagt, irgendwann werden wir da massive Probleme haben, weil wir einfach keine Ahnung haben, wo wir entlang müssen. Okay, das ist das Gate 1 theoretisch. Gibt es jetzt 14 weitere Gates einfach, oder wie? Also 15 Gates gibt es insgesamt. Au. Ja, du bist aber so ein Weltraumpirat. Da hinten haben wir ein Item. Der Morphball. Yes. Wow, was? Okay. Wieso macht das so ein Geräusch? Bam, 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 bam. Okay. Muss scheinbar mehr Kraft hinter dem Morphball stecken, als man dachte. Okay, hier haben wir den Morphball. Aber wo zur Hölle sind wir? Aber wie gesagt, wir wären eh, glaube ich, nicht mehr arg viel weitergekommen. Weil das ist jetzt eh alles Startgebiet. Das heißt, das hier oben und das da erforschen wir eh schnell genug. Etwas unspektakulär, die Item-Animation. Ja, ich glaube, da wurde einfach nicht so viel, ich sag mal, Wert drauf gelegt, das in den Vordergrund zu setzen. Ah ja. Jetzt sind wir hier. Bam, 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 ja. Okay. Das ist super interessant. So, da dürften wir eigentlich auch noch nicht durch. Hier war der Aufzug. Mhm. Morphball des Todes, ja. Aber allgemein machen wir halt auch so heftige Geräusche. Ah, guck mal, jetzt kämen wir da von der anderen Seite rein. Und hier waren wir jetzt schon. Ach, hier waren wir jetzt schon. Ah, okay. Das heißt, hier hinter müsste dann ja definitiv mal Missiles sein. Weil da kommen wir... Oh. Wieso ist der Block hier zerbrochen? Agro-Morphball, ja. Wieso ist da der Block zerbrochen. Oh Gott. Ja. Da zerbrechen immer wieder Blöcke. Das ist irgendwie cool. Und Hallöchen, Darth Plagueis. Schön, dass du dabei bist. Oh, Wave Beam. Lasst uns den Wave Beam ercheaten. Das wäre eine coole Sache. Also, Wave Beam hätte ich ja schon gern, ne?
Hint, hint. Ah, gemein. Keine Chancen, bei ihm zu bekommen. Okay, schade. Sehr schade. Außer wir können natürlich irgendwie... Wow. Wir können natürlich schnell anspringen. Mit dem Icebeam bekämen wir ihn. Das ist halt das Witzige dran. Icebeam oder Highjump? Ja gut, Highjump ist vielleicht sogar das gewollte Item dafür. Aber da diese Fliege so kam... Ja, nee. Wobei... Wird schwierig. Aber mit Highjump sollten wir den bekommen, da wir ja eh schon so hoch springen. Okay, aber wo bekommen wir jetzt Missiles her? Ach, Missiles können wir jetzt vielleicht von dort hinten irgendwo bekommen, nicht wahr? Weil wir da jetzt rein können? Aber nee, wir haben Missiles ja dort oben und hier oben bekommen. Ja, da oben. Hm. Mortestell ist ein Monster, zeigt ein tolles Item, man kommt nicht ran. Ja, aber so ist auch Metroid. Ist eigentlich besser, als dass man jedes Item direkt bekommt, ist, wenn man sich so ein bisschen merken muss, wo die Items denn jetzt sind. Finde ich eigentlich ganz schön. Oh Gott. Okay, danke. Danke, dass nicht noch mehr zerbricht. Ah, guck mal. Aber hier ist eine Missiltür. Die könnten wir eigentlich noch nicht öffnen. Ich meine, wir können sie jetzt öffnen, das ist klar. Aber irgendwie, nö. Irgendwie ist das merkwürdig. Können wir jetzt vielleicht dort unten irgendwas machen? Oder oben? Nee, oben können wir eigentlich nichts tun. Wir bleiben aber auch ziemlich lange in Crateria, was mir gefällt. Das ist so... Okay, erstmal das Spiel so ein bisschen anfangen. Erstmal so ein bisschen im ersten Gebiet ein bisschen alles erforschen. Da ist noch eine Missiltür. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir mittlerweile Missiles haben sollten, dass wir die irgendwie gefunden haben dort hinten. Macht eigentlich keinen großen Sinn, aber hey, ja toll. Okay, ich wollte schon sagen, wenn wir da Bombe gebraucht hätten, dann hätten wir ein großes Problem. Geht das mit dem Mockball? Geht hier ein Mockball überhaupt? Andere Frage. Ja, okay, ein Mockball sollte gehen. Aber es ist halt so blöd gemacht. Und ich glaube, die Blöcke zerbrechen schnell vorbei. Das muss ja eigentlich gehen. Ja. Wie soll das sonst gehen? Das ist halt die nächste Sache. Ach. Ich denke eigentlich, ich mach's, aber ich glaube, ich bin trotzdem noch zu langsam. Ich könnte auch früher anfangen. Ist ja nicht so, dass ich direkt an dem Punkt anfangen muss. Ah, drei Blöcke, aha. Und ich wüsste gerade nicht, wie das anders gehen soll. Das wäre ein schöner Sprung gewesen, wenn ich da nochmal nach unten gegangen wäre. Hm. Ist aber definitiv auch ein widerlicher Raum von Mockball. Na, das war gar nichts. Da ist mein Tempo weg gewesen, das hat man gesehen. Strange. Dieses Geräusch vom Morphball, ne? Ich glaube, das lasse ich gleich. Das macht keinen großen Sinn, das hier zu versuchen. Aber ich glaube, weil, wie gesagt, was soll es denn sonst sein? Ha, drei schaffen wir. Und ich glaube, drei ist dann auch ein Mockball. Kann einfach... Oh, nice! Wir sollten hier nicht sein. Wir sollten hier definitiv nicht sein. Diese Piraten, ne? Oh Gott, war der aggro. Oh Gott, war der aggro. Zack und weg. Geh weg, bitte. Lass mich in Frieden. Du böse, böse Pirat, du. Wo kommen wir denn hier? Meridia, ja. Genau, da will ich hin. Was ist denn mit den Aufzügen los? Alter. Diese Aufzüge, ne? Oh, shit. Oh, nein. Oh nö. Okay, das Spiel sagt mir gleich schon mal, nope, du kommst ja nicht lang. Nein, keine Chance. Oh, wie mies, ne? Wie mies einfach. Samus verkriegt sich heute in Morphball. Also, nö. Oh, wie gemein. Okay, wir haben uns hier durchgeskippt. Vergar nichts, weißt du? Wir haben schon mal gesehen, wie Meridia aussieht. Nicht schön. Och, Mann, oh.
Aber wenigstens irgendwas, weißt? Das Spiel gönnt mir ja gar nichts. Was soll ich denn jetzt gegen den Agro-Piraten tun? Ich meine, der kann nicht auf den Boden schießen, ja, nur... Ich glaube, Missiles werden nichts gegen ihn ausrichten, oder? Oh, doch. Genügend? Oh, nice, yes, Agro-Pirat erledigt. Ach, Mann. Ah, schade. Es war so ein schöner Mockball. Und der hat uns einfach nichts gebracht. Das Spiel ist, glaube ich, ziemlich assi. Also nicht bloß für Gamebreaker, sondern auch so einfach. Weil stell dich mal vor, wir hätten die Missiles. Und dann kommst du da in den Raum rein und bekommst gar nichts. Also ich glaube, wie gesagt, dieses Spiel ist ziemlich assi. Oh, Mann. Ach, wie großartig. Aber so, oh, hey, Meridia. RIP durch Piraten. Nope. Nicht RIP durch Piraten. Ich habe ihn erledigt. Oh, dieses Gamebreaken hier macht einfach so viel Spaß, muss ich sagen. Es ist zwar eigentlich nicht nett, so ein Spiel so zu breaken. Ach, guten Tag, Freunde. Oh ja, hat sogar richtige Geräusche. Ja, ihr zeigt mir jetzt, wie man walljumpen kann. Okay, das heißt, hier darf ich walljumpen. Ist ja nett von euch. Oh, hoppla. Da hat irgendwie der Walljump gefehlt. Ah, nein, Hilfe. Das war blöd. Ja, ich weiß, ihr freut euch, dass ihr oben seid. Ich brauche noch ein bisschen. So, und The Golden Carrot. Danke für den Follow. Sehr freundlich von dir. Okay, wir sind hier oben. Das sollen wir auf jeden Fall machen. Mods für solche Spiele sind immer, sie erinnern mich ein bisschen an die Lost Levels für den Mario-Teil. Nee. Das ist... Es ist halt einfach ein bisschen nett. Ein bisschen fies. Oh, Secret. Oh nein. Brauchen wir hier für Bombe oder nicht? Wo kommen wir denn hin? In den Raum. Da will ich gar nicht... Will ich gar nicht hin. Eigentlich will ich da gar nicht hin. Deswegen gehen wir da auch nicht hin. Aber cool, dass wir ein Secret gefunden haben. Das sind die ersten Missiles. Ja, grundlegend, das sollten die ersten Missiles sein, ne? Also, gut. Erste Missiles gefunden, na also. Aber wofür brauchen wir dann den Morphball? Das heißt, wir hätten uns da definitiv hoch walljumpen sollen. Okay. Interessant. Damit haben wir jetzt, denke ich zumindest, auch mal offiziell die ersten Missiles. Also, 15. Wir sagen einfach, das Spiel hat uns für die ersten Missiles 15 gegeben. Und einen E-Tank. Aber hätte ich den E-Tank vorher nicht geholt, dann wäre ich ja draufgegangen. Bei Dings. Bei dem Agro-Piraten. Ach, krass. Wie alles zusammenkommt, ne? Vielleicht hieß es auch anders. Das war halt so ein Fanprojekt. Wo man die Level durch Exploits und irre Skips schaffen konnte. Okay. Ja, nee, aber wie gesagt, das Spiel an sich ist eigentlich nicht assi. Das ist halt das. Ich mach's mir gerade mal bloß schwerer, als es ist. Das Spiel hat, glaube ich, eigentlich einen sehr, sehr fairen Schwierigkeitsgrad. Nur wie gesagt, ich mach's halt gerade ein bisschen kaputt durch Skips und sowas. Ach, guck mal. Ich glaube, wir hätten... Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die erste Missile gewesen ist, weil ich glaube, wir sollten hier einfach runter mit dem Morphball. Grüne Tür, können wir nichts tun. Schade, ich dachte aber eigentlich, dass wir uns was Größeres ercheaten könnten. So eine Super Missile oder so irgendwas oder ein tolles Item, Größeres. Leider nicht, aber wir wissen, Wavebeam ist hier und können wir vielleicht mit dem... Oh, Powerbombe, okay. Und können wir uns vielleicht mit dem High Jump holen. Icebeam wird knifflig, High Jump könnte gehen. Okay, und dort unten... Ging es da mit Missile rein? Wir gucken dort unten noch mal rein. Weil jetzt haben wir ja die Missiles offiziell. Was ist ja das? Na, Pirat, ich habe schon sehr viel Größeren erledigt als dich. Okay, gehen wir noch mal hier entlang. Der Pilz, hi. Das war gefährlich. Wo geht's hier links entlang? Das ist noch mal ein bisschen weiter nach oben. Aber dann gleich links. Lasst mich doch in Frieden. Ah, Missile, perfekt. Da wollte ich ja vorhin noch nicht reingehen, weil Missile ist ja eigentlich noch verboten gewesen. Aha. Wo sind wir hier? Vielleicht bekommen wir ja Bomben. Wäre auch mal gar nicht verkehrt. Oh, mit den Bomben kämen wir theoretisch nach Meridia rein, oder? Oh, Item. Diese Schüsse, daran muss man sich echt erstmal gewöhnen. Aber ich glaube, das ist ein Item, das wir erst mit den Bomben bekommen. So traurig es klingt, aber es ist, glaube ich, so.
Weil mit den Bomben und nochmal so ein Mockball kämen wir, glaube ich, nach Meridia rein. Außer es wäre irgendwas anderes, aber ich wüsste nicht was. Ja, damit wollte man halt verhindern, dass man wirklich von Anfang an dort reinkommt. Okay. Wo sind wir jetzt? Also hier kämen wir ja definitiv immer noch durch. Wenn wir alles frei erkunden wollen, mit den ersten Missiles schon. Da oben ist ein Safe Room. Wieso? Wow, das wollte ich gar nicht. Okay, aber das Ding hat mir auch gut Missiles dagelassen. Von dem her passt das. So, wir müssen uns hier gar nicht hochglitschen. Achso, wir sind gleich da nach oben gelaufen. Ah, wir werden eh nicht bloß... Au! Safe Room ist gar kein Safe Room, sondern einfach bloß eine Kapsel. Okay. Dann wir speichern mal. Wir haben schon einiges gesehen. Wir können jetzt nach Norfair runter. Ich halte das für eine schlechte Idee. Ein S auf der Map, Screwattack, ja. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen, dass man mit Y die Missiles anstellt. Kämen wir echt nach Norfair? Wie gesagt, ich halte das für eine super schlechte Idee. Aber scheinbar. Oh, nice. Oh, really? Ach. Wieso schlechte Idee? Weil uns Norfair wahrscheinlich töten wird. Wir brauchen Bomben. Wir brauchen dringend Bomben. Okay. Da ist es hot, ja. Okay, Norfair. Der Raum ist, glaube ich, auch schon heiß. Nee, ist er nicht. Okay. Wir sind in Norfair. Norfair sieht verdammt cool aus. Muss man einfach mal so sagen. Wow. Das Gebiet gefällt mir schon mal mit dem Hintergrund, diese leicht grünen Steine. Sehr schön. Ech. Ist wieder so ein Sprung. Mann, ich glaube, die ganzen wichtigen Sachen sind wirklich damit abgegrenzt. Oh Gott. Das ist keine angenehm aussehende Lava. Die sieht eher sehr tödlich aus und die wabbelt auch noch so rum. Hm. Ich habe das Gefühl, unsere Reise hat ein jähes Ende genommen. Ha, ja, vor allem deswegen. Nein, wieso ist schon wieder so ein Sprung? Komm schon, Spiel, gib mir doch irgendwas, mit dem ich arbeiten kann. Och, Mann. Es gibt es nicht. Dieses Spiel hasst mich. Es hasst mich und meinen Entdeckerdrang. Und von dort aus komme ich nicht ran, nee. Ah, ah, jetzt bin ich gleich eh tot. Okay. Gibt es eine angenehm aussehende Lava? Ich weiß nicht. Die ist es auf jeden Fall nicht. Okay, tot. Ach, schade. Okay, noch verbringen wir uns gar nichts. Schade drum. Adam, forgive me. Oh Gott. plus plus, minus minus, was? Ich nehme mal plus plus. Criteria. Okay, ich hab's verstanden. Wir gehen runter nach Brinstar wahrscheinlich. Wir gehen nach Brinstar. USK 18. Oh Gott. Die haben das Original klar, sagen wir es mit ohne Kleidung benutzt. Yep. Ja, sie war nackt. Können wir vielleicht nicht mehr drüber reden, während wir gerade im Aufdings auf Twitch sind? Wäre nett. Ach je. Wir sollten nicht nach... Ja, wir sollten auch nicht nach Norfair gehen. Das hält mich aber... Was? Wir sollten auch nicht schon jetzt 3 Missile-Container und einen E-Tank haben. Ja. Schade, dass wir in das Item nicht rankommen. Wie gesagt, das Spiel hasst mich. Nächstes Mal mache ich es zum Highlight. Ja, super, danke. Nenn's dann bitte auch nackte Samus. Nicht mehr werbefreundlich, ja genau. Na gut, wie gesagt, gehen wir runter, weil ich glaube, jetzt haben wir das größtmögliche hier erkundet. Gehen wir runter nach Brinstar. Also wir haben auf jeden Fall hier mehr rausgezogen, als wir hätten sollen. Au. Das passt also schon. Darunter.
Und das ist schon sehr cool, dass es hier so einen kleinen Extra-Bereich gibt. Und damit gehen wir in ein Gebiet, wo wir definitiv mal hin können. Jetzt haben wir schon zwei Aufzüge gefunden, bei denen wir im ersten Raum nichts weiter tun konnten. Deswegen gehen wir jetzt mal dorthin, wo wir definitiv was tun können. Hoffe ich zumindest. Wenn wir da jetzt nichts tun können, dann haben wir ein großes Problem. Das ist ein richtig cooles Gebiet. Wow. Okay, eigentlich der Themenwechsel, aber es macht wenig Sinn, dass Samus in dem Suit nichts anhat. Das, was sie unten runter anhat, explodiert einfach gleichzeitig mit ihrem Suit. Wasser, wie widerlich. Nein, nicht mehr von den Flöhen holen. Oh Gott, lasst mich in Ruhe. Okay. Aha. Ah, nein, diese Türen. Am Anfang war das Spiel nicht so gemein mit seinen Vorsprüngen. Nee, keine Chance. Keine Chance. Das sind einfach solche Sprünge, die kann man nicht schaffen. Okay. Was ist das für eine gruselige Anlage? Das sieht mir mehr aus wie Turian. Zwei Blöcke Vorsprung. Keine Chance, ja. Das war's. Schade drum. Okay, wir müssen den Raum neu betreten, um zu speichern. Das ist komisch. Diesmal sieht man das Wasser immerhin. Ja, man sieht aber auch noch mehr. Da unten ist auf jeden Fall schon mal Säure. Oh! Oh! Komm schon. Ein zwei Block hoher Metamorph geht halt so gar nicht. Das muss ich drücken. Ach. Ach, Mann. Nee, aber so ein Block höher und ein Metamorph geht. Vor allem ein Block weiter oben drüber, aber so geht er, glaube ich, gerade nicht. Ich glaube, eh auf Augenhöhe theoretisch Metamorph geht nicht. Oder drücke ich einfach bloß zu spät dann nach links. Aber ich kann nicht gleichzeitig nach links und springen und dann... Oh Gott, das ist sehr unangenehm. Nee, das geht vor allem gar nicht. Nicht nur, dass es sehr unangenehm ist, es funktioniert nicht. Trauer macht sich breit. Hä, aber ist das... Das ist Turian, tatsächlich. What? In Samus Returns war sie einfach nur angenehm hochgeklettert, ja. Also, okay. Der dritte Bereich, wo wir innerhalb eines Raums nicht weiterkommen. Langsam bin ich echt traurig. Was ist denn los? Wir haben keinen Lauf hier. Ach, Mann. Okay, jetzt verstehe ich, weswegen Brinstar so aussieht, weil es nicht Brinstar ist, sondern Quateria. Er quatscht. Ach, sondern Turian. So, sorry. Ja, steht auch dran. Okay, Norfair, Meridia. Wo geht's hier nach... Hä? What? Bis wann? Bis um 9. Es gibt ja aber auch keinen Brinstar, ne? Doch, da. Hä? Nö, hä? Da oben geht's nach Brinstar. Okay. Das mit dem Morphball ist übrigens eine sehr tolle Technologie der Chozo, die auch nur die Chozo verwenden. Gibt sogar einen Eintrag in Prime 1. Der sagt, dass die Piraten mit Morphball-Technologie geforscht haben und das nicht gut geendet ist. Das heißt, das ist eine spezielle Technik der Chozo, dass das funktioniert. Und hallöchen, Klobürstenstiel. Schön, dass du dabei bist. Tja, jetzt. Genau. Jetzt ist natürlich die große Frage, kommen wir da oben irgendwie weiter? Eigentlich ja nicht. Also ich meine hier nach Brinstar. Da kennen wir auch noch Brinstar. Okay. Was war denn das nochmal für ein Raum? Das war ein Raum, den wir uns nicht genauer angeschaut haben. Wir gehen mal hier nach oben. Weil ich habe mal das Gefühl, dass wir hier nach Brinstar gehen sollen. Also das Spiel ist schon konfuser, als ich dachte. Definitiv. Sehr viel konfuser und, konfuser und
besonderer, als ich dachte. Wobei Game Theory ein Video darüber gemacht hat und gezeigt hat, dass der Morphball 100% menschlich möglich ist. Echt? Sicher? So. Weil hier nach links kommen wir definitiv nicht. Ja, das ist schon komisch, aber es ist meistens komisch, wie die Item-Funktionen oder wie die Items vorgestellt werden, wie man sie bekommt. Das ist meistens mehr komisch. So, können wir da oben jetzt irgendwas tun? Vielleicht haben wir da oben ja echt etwas übersehen. Vielleicht hätten wir ja schon nach Brinstar kommen können. Ohne den Morphball. Ach, Stufe 1. Ja, jetzt. Da war tatsächlich eine 1 drauf. Okay, das ist interessant. So ist das Spiel also auch nochmal auf einer zweiten Ebene theoretisch gesichert. Okay. Das ist sehr interessant. Oh, und damit sind wir in Crater. Was ist denn heute los? Sind wir in Brinstar? Das irgendwie dieses Mal über. Oh, wow. What? Okay. Das irgendwie dieses Mal auch über. Das Samus bei der Geschwindigkeit vom Lift nicht weggefegt wird. Ja, ist schon komisch. Das über Crateria liegt. Normalerweise ist Crateria die Oberfläche. Das baut sich jetzt aber irgendwie doch so drüber. Interessant. Interessant, interessant. Was finden wir hier wohl? Ein paar Missiles wären ganz cool. Ja, Missiles vielleicht auch. Bombe. Bombe? Yes! Sehr schön. Bomb! So, ja, ich wusste es. Es gibt aufs Maul. Au. Oh Gott. Was ist denn mit dir los? Ich dachte, weil die Musik halt noch nicht anfängt. Alter, der ist aggro. Oh. Ich habe gehört, dass es gar nicht mal so gut ist, bei ihm die Missiles ausgehen. Ich kann ihn echt nicht treffen ohne Missiles. Aber er spuckt jetzt auch nicht. Ich glaube, ich habe ihn geglitscht. Au. Nein. Ja, weiß jetzt. Okay. Interessantes. Wirklich? Ich muss es erst versuchen, über dich drüber zu springen. Was ist das denn Dummes? Jetzt kotz mal wieder. Ich brauche Missiles. Hä, aber dass er so viel Missiles frisst? Nee, er muss nach hinten springen. Das heißt, ich muss. Toll. Mecha-Chip, danke für den Follow. Sehr freundlich von dir. Ach, Mann. Jetzt, aber, ja, ne? Ach, danke. Er hält aber auch was aus. Er sollte halt einfach bloß da nicht runterlaufen. Da gibt's doch selten was. Dankeschön, Gott. Meine Güte. Was ein ekliger Bomb-Torizo. Aber auch einfach bloß, weil er aber nicht funktioniert hat. Das war das Problem. Wäre vielleicht ganz cool gewesen, aber der Kampf war ein bisschen komisch. Na gut. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Oh, wir haben Bomben. Damit können wir jetzt natürlich wieder so viel rum... Hä? Also ohne in die Kritik wärst du schon fünfmal oder so gestorben. Diesmal, also jetzt sollten wir ihn aber auch haben. Aber hört euch mal den Bombenton an. Hä? Ah ja. Der klingt wie ein Dings. Klingt wie ein Piratenschuss. Total niedlich. Okay. Aber wie gesagt, einen Energietank sollten wir ja mittlerweile haben. Keyhunter. Keyhunter sind interessant. Piratenschussbombe, yay. Oh Gott. Interessant, wie man die Sounds aber komplett ändert. Oh nein. Wieso muss hier alles immer unanfällig gegenüber meinem Beam sein? Kann man da nicht Bombjumpen? Sehr gut sogar, weil man irgendwie so... so flüssig in der Luft hängt. Wenn die Bomben so schnell explodieren. Ja. Es ist aber kein regelmäßiges Timing.
Beziehungsweise nach der ersten Bombe ändert sich's. Wie läuft es denn so mit dem Abend? Was wurde denn heute schon alles nach MH gespielt? Nach MH wurde Fallout 4 gespielt und dann das hier. Das ist gerade das dritte Projekt. Also man kann Bombjumpen, es ist bloß ein bisschen knifflig. Ach ja, die Musik. Sehr, sehr schöne Musik. Oh, der ist angepisst. Das klingt total dämlich. Sie mischen Bombjump ist immer noch der leichteste, einfachste. Ja, das ist, du fliegst einfach nach oben. Wobei, Samus Returns ist ja auch so leicht. Der ist ja ähnlich. Genau, eins der Spiele, die ich mag. Okay. Und dann hast du ja noch genügend Möglichkeiten. Greifer. Hast ja noch genügend Möglichkeiten abzustimmen, was wir als nächstes spielen sollen. Aha. Also mit Bombjumping, mit Infinite Bombjumping will ich jetzt hier nicht anfangen, alle Gebiete abzugehen. Das heißt, wir versuchen bloß dort hochzukommen, wo wir auch so hochkommen. Ach, na gut. Hup. Aber wir suchen mal hier rüber zu kommen. Aha. Wo sind wir jetzt? Wo ich immer noch stark davon ausgehe, dass wir hier gerade im Überhaupt überhaupt nicht sein sollten. Aber hey, wen interessiert das? Wieso seid ihr immun gegen meine Schüsse? Das ist richtig uncool. Vielleicht, weil ich hier noch nicht sein sollte? So. Wo sind wir denn jetzt? Aha. Wo kommen wir da jetzt hin? Ach so, okay. Hier werden wir einfach bloß... Ja, okay. Wir haben jetzt einfach einen schönen großen Rundgang gemacht. Toll. Da können wir auch ohne Bomben rein. Ja, ist auch bloß eine Missile leider. Schade. Ja, ne? Wir kommen voran, aber irgendwie auch nicht. Es ist aber sehr schön. Echt momentan für ein Minecraft und Binding of Isaac? Okay, jetzt scheinbar sind die ganzen MH-Leute wirklich schon gegangen, weil... Ich dachte jetzt echt, dass MH-Gen drankommt. Ich muss es echt noch lernen, dass ich nicht die ganze Zeit versuche, die Bomben zu aktivieren oder die Missiles zu aktivieren. Irgendwie habe ich so den Drang danach. Ach, vielleicht wurde auch die Steuerung geändert. Dann habe ich ja gar nicht gedacht, dass vielleicht gar nicht mein Controller kaputt ist irgendwie oder gar nicht wirklich will. Achso, MH-Gen führt, aber das war schon mit dem einberechneten, bitte nicht zu viel Monster Hunter oder wie? Okay, wahrscheinlich schon. Genau. Ich dachte, ich wusste bloß nicht, dass es schon einberechnet ist, deswegen. Ja. Oh Gott. Wir haben uns einen Missile-Container geholt, den wir uns wieder nicht holen sollten. Ach je, es ist so witzig. Und wir sind jetzt aber sonst wo. Na gut, da unten haben wir einen Speicherraum. Den benutzen wir dann auch und dann hören wir auf. Ist jetzt aber bloß knapp eine Stunde gewesen und wir haben viel Blödsinn gemacht, aber... Oh Gott. Aber ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Ja, wie gesagt, es ist okay. Also ich dachte, dass es auch ohne wäre. Ja, das ist natürlich interessant. Ja gut, das können wir vergessen. Oh, wobei. Kommen wir dann mit dem Damage Boost nach oben? Können wir Damage Boost überhaupt unter Wasser machen? Scheinbar nicht. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe noch nie wirklich viel Damage Boosts gemacht. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Aber es ist schön, wie auch das Wasser eingesetzt wird hier überall. Um einen so ein bisschen aufzuhalten. Also, das funktioniert bloß manchmal, aber... aber es funktioniert doch. Am liebsten würde ich ja nochmal zurück und versuchen, da mal Radiates reinzugehen. Das ist jetzt tatsächlich so eine Sache, aber naja. Das machen wir, wenn wir mal wieder in Crateria sind. Oh nein. Wieso habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir gleich zu Crate kommen? Es ist irgendwie so gerade so, oh, du bist jetzt komplett runtergefallen. Viel Spaß bei irgendwas Fiesem. Aber außer Sidehoppern gemeinen gibt es hier wenig Fieses. Okay. Gehen wir hier kurz speichern. Sehr schön. Und... Ja, dann soll es das vorerst mal gewesen sein mit Hyper Metroid. Hat jetzt sehr viele Probleme gegeben, dafür tut's mir, oder das tut mir echt leid. Meine Webcam ist dabei auch draufgegangen, also von dem her, ich kannte ja leider, ich konnte leider ja nichts dafür.
Und ja, dann hat es noch Probleme mit dem Controller gegeben und alles. War nicht der beste Start, aber das nächste Mal starten wir dann hoffentlich gut durch, weil dann hoffentlich alles passen sollte. Dann passt es auch ein bisschen besser, weil wir nicht dann die ganze Zeit die Votes haben. Ist ein richtig cooles Spiel, es gefällt mir bisher sehr. Es gibt viele Möglichkeiten zu erforschen und auch ein bisschen selber was zu machen. Also es ist nicht so, dass der Schwierigkeitsgrad so eingestellt wurde, dass man nichts finden kann mit Game Breaking. Aber was man findet, ist nicht so hart, dass man halt einfach das Spiel gewinnt. Also man findet jetzt nicht, keine Ahnung, den Gravity Suit oder sowas direkt am Anfang. Also von dem her sehr cool gemacht, definitiv auch durchdacht gemacht. Und einfach wunderschön von der Grafik und allem. Ein bisschen überwältigend, dass man immer instant die ganze Karte sieht. Da oben ist übrigens Crate. Ein bisschen überwältigend, wie gesagt, dass man immer die ganze Karte sieht. Aber ansonsten, du musst definitiv noch öfter sterben und das als Thumbnail nehmen. Bestimmt nicht. aber bisher ein sehr cooles Spiel. Gefällt mir sehr und das werden wir definitiv die nächsten Male dann mal weitermachen. Aber wie gesagt, jetzt war es das erste Mal mit Hyper Metroid und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.